Hallo zusammen, hier ist wieder Hotela und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen mal wieder den Great Wall zusammen aufmachen. Und ja, dazu war ich letzte Woche ein bisschen PvP unterwegs. Hab jetzt, glaube ich, leider nicht 3 Slots erspielt, sondern nur 2, weil ich jetzt da irgendwie mehr im Collecten Zeit investiert habe. Aber nichtsdestotrotz wollen wir mal reinschauen. Vielleicht haben wir ja ein Item dabei, das einen Sockel drauf hat. Dann nehmen wir das auf jeden Fall. Und wenn nicht, dann müssen wir mal gucken, ob wir die Sockel nehmen. Also wir haben eine Taille. Die haben wir noch nicht gesammelt. Ich habe gerade mein Temok Addon ein bisschen umgestellt. Deswegen wird das jetzt hier nicht vernünftig angezeigt. Aber das wäre auf jeden Fall schon mal interessant. Und das haben wir auch nicht gesammelt. Gut, aber das sind jetzt Hände. Also fürs Gear wäre es tatsächlich besser, wenn ich mir die Sockelsteine hole. Und das werden wir jetzt auch machen. Jetzt haben wir hier halt nur 4 Stück drin, ne? Heißt, ich kann mir nicht 2 holen, sondern nur 1. Aber ich habe mir noch 1-2 Teile letzte Woche gefarmt gehabt. Und da werden wir jetzt, haben wir es, hier 3 Stück brauchen wir. Hier eigentlich. Achso, da kann man sich Reichtümer über die Truhe holen, ne? Richtig. So, und zwar können wir das jetzt hier mal auf den Gürtel drauf machen. Dort. Und ich habe nämlich mittlerweile quasi auf den Handgelenken, auf dem Kopf einen Sockel, jetzt auf dem Gürtel. Gut, der eine Ring hat sowieso einen drauf, was Legendary ist, und Hals auch, ne? Jetzt bräuchte ich hier quasi noch einen Sockel. Aber da muss ich mir erstmal noch ein PvP-Item holen und Waffe auch. Und ja, da heißt es dann noch ein bisschen farmen. Vor allem bei der Waffe wird es dann halt noch ein bisschen langwieriger tatsächlich. Weil das halt relativ viele Punkte kostet. Ich glaube 1000 irgendwas. Ein bisschen Eroberungspunkte habe ich hier schon. Aber ich muss wahrscheinlich die Woche noch ein bisschen farmen. Und ja, dann kriege ich vielleicht nächste Woche den letzten Sockel noch zusammen. Gut, dann schauen wir jetzt hier einmal. Ich hau mir jetzt erstmal Versa drauf. Und eventuell swap ich dann nochmal. Aber erstmal versuche ich mal über 30% Versa zu kommen. Ne? Im Moment bin ich jetzt nur bei 28%. Auf dem Ring ist relativ wenig drauf. Und Waffe habe ich halt gar kein Versa. Ne? Die beiden Sachen will ich auf jeden Fall noch austauschen. Und dann gucken wir mal weiter. Dann müsste mein PvP-Gear auch zumindest soweit mal vom Grundgear stehen. Dann müsste ich halt jetzt gucken, dass ich es noch ein bisschen erhöhe. Ne? Das heißt dann halt ein bisschen Rating hochspielen und so. Gut, Sockel haben wir drin. Dann sind wir soweit durch. Das war's mit einem kleinen Opening. Ich werde jetzt wieder ein bisschen PvP spielen die Woche und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Und ja, dann verabschiede ich mich da an der Stelle und dann bis zum nächsten Mal. Euer Tela, ciao.